Hallo, Herr Dr. Hatakin. Ich habe Ihr Angebot durchgearbeitet, aber es tut mir leid. Der Preis für die neue Fertigungsstraße für unser Werk in Italien ist viel zu hoch. Ihr Finn macht die besten Maschinen. Ich weiß nur, die Konkurrenz ist günstiger. Schneider. Ah, dobrý den, Gaspardina Karišov. Вы можете дать мне новые данные о повороте? Ну, звучит совсем неплохо. Ich bin gerade erst gelandet. Die Maschine hatte leider Verspätung. Aber spätestens in einer halben Stunde bin ich in Betrieb. Bis dann. Schneider. Otto, wir haben jetzt 3 Quartale, die kontinuierlich zurückgehen. Was ist da los? Die Mitbewerber legen alle leicht zu. Wie kann ich euch unterstützen? Soll ich nach Toulouse kommen? Wir brauchen dringend ein Plus, okay? Todessehnsucht. Hausaufgaben. Geschwisterliebe. Guten Tag, Frau Schneider. Hallo, Herr Kopper. In der Lieferung konnten wir jede Menge Herbizide und Pestizide nachweisen. Auch der Ölgehalt der Minzblätter ist inakzeptabel. Er lag bei nur rund 10%. Außerdem ist die Bitternote eine Katastrophe. Und der Mentofuran-Anteil viel zu hoch. Irgendwas Positives? Ja. Soll die ganze Woche so schön bleiben. Wenigstens etwas. Guten Morgen. Hallo, Herr Lienert, da bin ich. Gute Arbeit, die Sie in Genf abgeliefert haben. Danke. Haben Sie noch einen Moment für mich? Aber sicher. Gut. Probleme mit China? Die gelieferte Ackerminze ist unbrauchbar. Ah, wenn Sie wollen, ich fliege gleich heute nach Peking und kläre das vor Ort. Nein, nein, ich brauche Sie jetzt dringender in Köln da. Bitte wo? In unserem Werk in Thüringen. Wenn wir die Probleme mit den Chinesen in den Griff bekommen, dann hat sich die Gewürzmühle in Kölle da erledigt. Der Preis, den uns die Chinesen für die Ackerminze machen, der ist konkurrenzlos. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was ich in Kölle da soll. Weil Sie die Beste sind für diesen Job. Mit Verlaub, Herr Lehnert, die Klitsche in Kölle, da kann jeder Praktikant abwickeln. Eben nicht. Gerade in Kölle, da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn wir das Werk dort schließen, dann ist mit einem Schlag ein komplettes Dorf samt seiner Umgebung arbeitslos. Ja. Aber das sind Sie so oder so, mit oder ohne Fingerspitzengefühl. Aber Sie könnten dafür sorgen, dass nicht so viel Tamtam darum gemacht wird. Ich will auf gar keinen Fall, dass die Lehnert Group zum Buhmann der Nation hochgejatzt wird. Um das zu verhindern, müssen Sie einen Arbeitnehmervertreter vor Ort mit ins Boot holen. Kaufen Sie den Mann und lassen Sie ihn den Leuten die Schließung erklären. Kluges Mädchen. Und genau hier kommen Sie ins Spiel. Ich habe mich erkundigt. Unser Mann in Kölle da ist Vorsitzender der Landwirte. Es heißt, die Leute fressen ihm aus der Hand. Also, kriegen Sie raus, was sein Preis ist und sorgen Sie dafür, dass wir ihn bezahlen können. Es soll übrigens, naja, nicht ganz einfach sein. Was sagt Dr. Strinzow dazu? Herr Köpken, dürfte ich Sie gleich zurückrufen? Vielen Dank. Nicht auszudenken, was ich ohne mein Zusatzstudium von 10 Semestern Hochchinesisch, einschließlich 2 Semester Beijing-Dialekt in Kölle da, machen würde. Den Job erledigst du doch in 0, nicht. Mir reicht's, Tom. Du hast mich von London nach Leipzig gelockt, weil eure Firma in China angeblich was ganz Großes aufziehen will. Das tun wir doch auch. Ja, anscheinend ohne mich. Stattdessen darf ich rund um den Globus eure maroden Firmen abwickeln. Ist doch toll, dass Lena dich gleich überall einsetzt. Die Verabredung war eine andere. Seit meinem Studium will ich nach China. Carla, wir werden nach China gehen. Ach. In spätestens 2 Wochen sitzen wir beide zusammen im Flieger. Ja. Vorausgesetzt, du wirst als zukünftige Werksleiterin den zukünftigen Berater deines Vertrauens mitnehmen. Ja. Na komm, deine 24 Stunden und du hast Kölle da im Griff? Ja. Weißt du nicht schon, wer unser Ansprechpartner ist? Ach, irgendein Landwirt. Ein Bauer. Der Mann tut mir jetzt schon leid.
Vorberg. Hallo, grüße Sie. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Es geht um Max Deutschnote. Es geht vor allem darum, Ihrem Sohn zu vermitteln, dass es im Leben nicht nur Computer gibt, sondern auch Bücher. Und dass die Bücher zum Lesen da sind. Max hat bis jetzt noch nicht eine einzige Zeile von Goethes Werther gelesen, den wir seit 2 Wochen durchnehmen. Ich habe mein Buch verloren. Daran soll es nicht scheitern, Max. Hier, davon habe ich noch ein 2. Exemplar zu Hause. Ich will mal Programmierer werden. Was soll ich denn da mit Goethe? Okay, jetzt mal ernsthaft. Was kann ich tun, damit du freiwillig Goethe liest? Der Computer. Hm? Du kaufst mir den Computer, ich lese Werther. Ein Goethe-Werk für einen Computer? Das ist zu wenig. Was? Gut, dann lese ich eben 2 Goethe-Stücke. Versuch's nochmal. Okay, ich denke, das reicht und wir sollten jetzt wieder zum Thema. Wie wär's denn, wenn ich mich eine Woche lang nur mit Goethe-Zitaten ausdrücke? Ich lese alles von dem querbeet. Eine Woche. Mach einen Monat draus und wir sind im Geschäft. Abgemacht. Dann sammel Ronja ein, ich bin gleich da. Ja, Frau Kanzler, war doch einfach. Alles ist gut. Herr Vorberg, Entschuldigung, aber pädagogisch gesehen, was Sie Max damit gerade eben vermittelt haben, ist, dass er mit einer miesen Deutschnote seinen Vater erpressen kann. Ja, Frau Kanzler, ich habe doch schon längst den Computer gekauft. Was? Sie haben gerade eben Ihren Sohn über den Tisch gezogen? Nein, ich habe dafür gesorgt, dass er mit Begeisterung Goethe liest. Ziehen wir uns beim Dorf fest? Gerne. Gehört mir der erste Tanz? Ich freue mich. Sie befinden sich außerhalb des Straßennetzes. Bitte wenden Sie. Was? Oh nein. Ach, jetzt lass sie doch mal in Ruhe, Max. Ja, genau. Ich muss üben für das Casting. Nein, vergiss das Casting, Ronja. Es gibt kein Casting. Man soll sich vor einem Talent hüten, das man in Vollkommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat. Bitte? Goethe. War Goethe kein Deutscher? Doch. Dass man in Vollkommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat, das ist kein Deutscher. Ist es schon. Du bist so gemein. Papa, meldest du mich für das Casting an? Bitte, bitte. Bitte, ich will das nicht, Ronja. Papa, ich finde, du bist zu streng. Mama hat es mit Sicherheit erlaubt. Sie war eine echte Künstlerin. Max. Ja, genau. Und ich sing für Mama. Hey, Sera, Sera, whatever will be, the future that I Ja? Herbert, grüß dich. Wo bist du? Mensch, komm her. Ich wollte eigentlich nur die Minze vorbeibringen. Wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen reden. Jetzt. Fang schon mal ohne mich an, ich muss noch zum Herbert. Prima, das Essen ist gerade fertig. Steht schon alles auf dem Tisch. Was gibt's zum Essen? Dicke Bohnen. Kein Hunger mehr. Na, ihr zwei Beden. Wie war's in der Schule? Habt ihr das Diktat geschrieben? Nee. Hallo Dieter. Hallo Simon. Tankst du voll, bitte? Klar. Oh. Das ist die Damentoilette. Die Herrentoilette ist seit 7 Jahren kaputt. Aha. Raus. Moment mal, Sie sind doch... Ja klar, Sie sind der Typ, der mich vollgespritzt hat, Sie Vollidiot. Sind Sie sicher, dass Sie noch alle Tassen im Schrank haben? Raus! Du wolltest mich sprechen? Die schicken uns einen Controller. Wer sind die? Ja, die in Leipzig. Das ganze Werk hier. Alles. Alles soll auf Optimierung durchleuchtet werden. Weißt du, was das heißt? Entlassung, Gehaltskürzung und bei euch Landwirten werden sie auch die Preise drücken.
Zu Ihrer Info, C. Schneider wird im Laufe des Tages bei Ihnen eintreffen. Simon, wir dürfen diesen Controller nicht aus den Augen lassen. Keine Sekunde. Wir müssen verhindern, dass dieser Mann Unsinn anrichtet. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Vorschlag. Ich werde ihm tagsüber auf die Finger schauen und du kümmerst dich die restliche Zeit um ihn. Warum soll ich das tun? Ja, weil es ja nicht egal sein wird, ob du in Zukunft von deiner Arbeit noch leben kannst. Ach, und das verhindere ich, indem ich mich um ihn kümmere? Indem du ihn einwickelst. Daran bist du doch so gut. Und damit er dir nicht entwischen kann, lässt du ihn einfach bei dir wohnen. Wie bitte? Na, die in Leipzig wollen, dass ich ihm eine Unterkunft besorge. Und da das einzige Hotel in unserer Stadt ausgebucht ist. Das war doch noch nie ausgebucht. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass es ausgebucht ist. Peter spielt mit. Na, wie findest du meinen Plan? Verzweifelt. Hast du einen besseren? Nein, ich habe weder einen Plan, noch habe ich ein freies Zimmer. Du hast ein Arbeitszimmer. Wozu brauchst du ein Arbeitszimmer? Mach ein Gästezimmer draus. Mein Arbeitszimmer ist ein Durchgangszimmer. Da muss der Typ durch mein Schlafzimmer. Ja, na und? Ihr guckt euch schon nichts weg. Hauptsache, wir haben diesen Typen unter Kontrolle. Der Mann tut mir doch jetzt schon leid. Ich komme von der Zentrale in Leipzig. Ich möchte den Herrn Biele sprechen. Ja, natürlich. Frau Schneider, sagten Sie? Ja. Moment. Herr Patt, C. Schneider ist eine Frau? Ja, das sehe ich auch. Schick sie rein. Ach, Ottilie, und sag Simon nichts. Der war eh schon nicht begeistert, dass er sein Arbeitszimmer zur Verfügung stellen soll. Warum sollte Simon was dagegen haben, dass sein Gast kein Mann ist, sondern eine Frau? Weil der Weg in das Gästezimmer durch sein Schlafzimmer führt. Bitte. Guten Tag, Frau Schneider. Herr Biele. Schneider. Nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Die Tat ist alles nichts der Ruhm. Die Tat ist alles nichts der Ruhm. Wo ist Max? Max! Herr Schneider soll sich bei uns wohlfühlen. Jeder von uns, ohne Ausnahme, wird alles tun, damit er seinen Aufenthalt bei uns genießt. Wir müssen es diesem Mann so schwer wie möglich machen, uns das Leben schwer zu machen. Und du? Wann bist du denn von der Vorstandssitzung zurück? Keine Ahnung, es kann spät werden. Max! Es geht um alles oder nichts. Sie kriegen einen Gast und wir sollen nett zu ihm sein, damit er auch zu uns nett ist. Zu geben des Glückes Gaben soll immer ein großes Vergnügen sein. Ist alles in Ordnung? Wir sehen, was passiert. Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass Sie für den Schaden aufkommen werden. A, ich will, dass Sie sofort die Polizei rufen. B, will ich, dass der Schaden protokolliert wird. Und C, geben Sie mir Ihre Versicherungsdaten. Also A, ist das hier ein landwirtschaftlich genutzter Privatweg. B, gilt auch hier rechts vor links. Und C, soll ich immer noch die Polizei rufen?
Wollen wir uns darauf einigen, dass Kölle dafür uns beide zu klein ist? Keine Sorge, ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Und schon steigt meine Laune wieder. Auch ich jubiliere. Innerlich. So gib. Ah. Guten Tag, Herr Lehnert meinte, Sie hätten ein Gästezimmer für mich. Muss ich einen Code sagen? Ach, Sie sind... Carla Schneider, hat man mich nicht angekündigt? Herzlich willkommen, Frau Schneider. Haben Sie Hunger? Nein. Ich habe extra einen Sauerbraten Danke. Nein, danke, danke. Ja, dann, wenn ich uns kurz vorstellen dürfte. Das ist Max, das ist Ronja, meine Enkelkinder. Ich bin die Mathilde. Ich bin die Mutter des Hausherrn, der leider beruflich in Sömmerda weilt. Und er lässt Sie natürlich herzlich grüßen und ebenfalls hier herzlich willkommen heißen. Und das ist der Herr Heinrich Saalfeld. Das ist der Vater meiner Schwiegertochter, die leider vor 5 Jahren verstorben ist. Entschuldigung, ich bin etwas kaputt von der Langreise. Ja, natürlich. Na, selbstverständlich. Ja, kann ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Das wäre nett. Schön hier. Das ist kein Mann, das ist eine Frau. Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ihr Auto können Sie in der Scheune abstellen. Ah ja. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Unsere Küche ist oben unterm Dach. Sie und die Jungen schlafen im ersten Stock und wir die Alten im Parterre. Ich muss Simon anrufen, ich muss ihn warnen. Lass doch. Warum? Ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn er es nicht weiß. Manchmal ist es gut, die Dinge einfach laufen zu lassen. Thank you.
Sie denn hier? Das ist mein Zimmer. Ich wohne hier. Das glaube ich nicht. Sie quartieren mich in ein Zimmer ein, das mich notgedrungen durch Ihr Schlafzimmer führt? Was ist das hier? Bauer sucht Frau? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich so verzweifelt bin, dass ich eine Frau wie Sie suche. Was soll das heißen, eine Frau wie Sie? Okay, fangen wir doch mal von vorne an. Wenn ich geahnt hätte, dass Herr Schneider hier in Begleitung einer weiblichen Person auftaucht, hätte ich selbstverständlich... Herr Schneider? Wer ist Herr Schneider? Herr Schneider ist der Controller aus Leipzig. Frau Schneider. Frau Schneider? Carla Schneider. Carla Schneider? Könnten wir bitte diesen absurden Dialog beenden? Offenbar liegt hier ein Missverständnis vor. Moment. Wo wollen Sie denn hin? Aber, was machen Sie denn auf der Couch? Ehrlich gesagt, gehe ich nur ungern durch das Schlafzimmer eines fremden Mannes, um in mein Bett zu gelangen. Ach, keine Angst, mein Sohn sieht das nicht so eng. Aber ich sehe das eng. Darf ich fragen, was Sie nachts um 2 Uhr mit einem Milchfläschchen in der Hand machen? Kätzchen füttern. Eigentlich wollten wir Mimi kastrieren lassen, aber Sie sind zuvor gekommen, das kleine Luder, ne? Rumtreiberin. Ja, Mimi hat nicht genug Milch. Und jetzt muss ich alle 2 Stunden die Kleinen zufüttern. Wie wär's denn, wenn Sie Mimi das kleine Luder samt Nachwuchs mit in Ihr Zimmer nehmen? Dann müssen Sie nicht alle 2 Stunden hier ins Wohnzimmer kommen und ich kann hier schlafen. Das geht nicht. Jede Ortsveränderung macht Mimi nervös. Aber wie wär's, wenn Sie mir vielleicht helfen, ja? Was sind für Unkraut? Das sind Landhausblumen. Landhausblumen? Was sind Landhausblumen? Wildblumen. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Wildblumen und Landhausblumen? Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben nicht auf mich gewartet. Ich frühstücke nie. Auch für eine Tasse Kaffee ist immer Zeit. Nein, danke. Es ist nicht gut, wenn man den Tag so hektisch beginnt. Kommen Sie, setzen Sie sich. Bitte. Danke. Sohn, reichst du mir bitte die Butter? Jawohl, mein Vater. Danke. Ronja, wärst du so liebenswürdig, mir die Erdbeerkonfitüre zu reichen? Ja, Oma. Danke, mein Liebes. Wo kommst du her? Du meinst, wo ich wohne, in Leipzig. Leipzig? Mhm. Da ist das Kindercasting. Die suchen ein Mädchen, das in dem Kindermusical mitspielt. Wir müssen Käserasera üben. Schatz, du musst gar nichts. Nur essen. Kennst du das Theater in Leipzig? Ronja. Ja, das Theater kenne ich. Willst du mal das Castinglied hören? Oh, du christlicher Gott, wie viele Leiden häufst du über deine armen Menschen? Max spricht nur mit Goethes Worten. Hat Goethe nicht in Leipzig gewohnt? Weimar. Wie groß ist eigentlich Leipzig? Auf alle Fälle eine ganze Ecke größer als Kölle da. Ronja, jetzt reicht's. Also, ich muss jetzt auch. Vielen Dank für den Kaffee. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag. Bitte verbinden Sie mich.
Schneider, guten Tag. Sagen Sie, ist bei Ihnen noch ein Zimmer frei? Von mir aus auch eins mit Bad auf dem Flur. Gibt es nicht sonst irgendein Hotel oder eine Pension im Umkreis von Kölle da? Danke, wiederhören. Carla? Nimmst du mich mit? Wohin? Na, zur Schule. Aber ich muss dringend zur Arbeit. Die Schule liegt auf dem Weg zur Mühle. Bitte, 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 bitte. Na dann komm, steig ein. Aber beeil dich. Danke. Anschnallen. Wieso hat mir eigentlich keiner von euch gesagt, dass Herr Schneider eine Frau ist? Ja, wir konnten ja nicht ahnen, dass du mitten in der Nacht in dein Zimmer tappst. Sie sieht doch ganz sympathisch aus. Hab ich's mir doch gedacht. Hör mal, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich hier... Was denn? Du warst doch derjenige, der zu uns gesagt hat, wir müssten sie auf unsere Seite ziehen. Aber doch nicht so. Warum nicht? Sie ist doch ganz attraktiv. Nicht, wenn sie den Mund aufmacht. Also. Viel Spaß in der Schule. Ich muss weiter. Kannst du nicht mit Papa reden, dass ich beim Casting mitmachen darf? Ich? Super, danke, tschüss. Als erstes machen Sie mir bitte einen Termin mit den Vorsitzenden der Landwirte. Mit Simon? Ja, wie auch immer der Mann heißt. Ich meine, wieso wollen Sie dann einen offiziellen Termin? Die Preise für die Ackerminze sind zu hoch, Herr Biele. Wenn das Werk wettbewerbsfähig werden soll, müssen wir auch an die Landwirte ran. Ach, und ein Kaffee. Wäre nett. Ja. Max, du hast was vergessen. Goethe, ausgewählte Werke. Gib mir dein Zitatenbuch. Na komm. Man könnte erzogene Kinder gebären, wenn die Eltern erzogen werden. Netter Versuch. Wo ist Ronja? Sie ist schon mit Frau Schneider mit. Was heißt, sie ist mit Frau Schneider mit? Ohne Kindersitz? Das ist ja unglaublich. Ja? Was heißt das, sie zitiert mich in ihr Büro? Sie wollten mich sprechen? Das wüsste ich. Sie sind... Simon Vorberg, der Vorsitzende der Pfefferminzbauern? Natürlich. Bevor wir zum geschäftlichen Teil kommen, gibt es noch eine winzige Kleinigkeit, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Nur zu. Sollten Sie Ronja noch mal mit Ihrem Wagen mitnehmen, dann bitte nur mit Kindersitz. Einverstanden? Kinder, Sie verstehen, das sind diese kleinen Wesen, für die wir Erwachsene verantwortlich sind. Für die es sogar Kindersitze gibt, damit sie bei einem Unfall nicht den Kürzeren ziehen. Ach, diese Wesen meinen Sie? Diese kleinen Wesen, die manch ein Vater offenbar nicht ganz im Griff hat? Oder wieso sonst sollte so ein Vater nicht wissen, dass seine Tochter zu einer wildfremden Person in den Wagen steigt? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiter plaudern. Aber wollten Sie nicht über die Preise von Ackerminze mit mir reden? Richtig. Bitteschön. Wie Sie sicherlich wissen, bin ich hier, um unsere Niederlassung auf Effizienz hin zu überprüfen. Und natürlich müssen wir in diesem Zusammenhang auch über die Preise für die Ackerminze reden, die, wenn sich das Werk im internationalen Konkurrenzkampf behaupten will, runtergehen müssen. Ach, ist das so? Ja, das ist so. Und damit unser Gespräch eine vernünftige Grundlage bekommt, dachte ich, Sie arbeiten einen Vorschlag aus. Ich soll einen Vorschlag ausarbeiten, wie ich mir selber den Hahn abdrehe? Falsch. Sie arbeiten einen Vorschlag aus, wie die Landwirte, die Sie vertreten, überleben können. Im internationalen Konkurrenzkampf. So ist es. Ich wusste, dass wir uns verstehen werden. Und haben Sie auch eine Größenordnung im Kopf,
wie dieser Preisnachlass aussehen sollte, um im internationalen Konkurrenzkampf... Gehen Sie mal von einer Größenordnung von 50% aus. Die Hälfte. Schnell wie der Wind. Und das ohne Taschenrechner. Kein Problem. Kein Problem? Nein, kein Problem. Okay. Aber ich bräuchte den Vorschlag zeitnah. Ist heute Mittag zeitnah genug? Bei mir, auf dem Hof. Wow. Das war einfach. Hallo. Hallo. Kleine Änderung im Zeitplan. Leider hat der Wetterbericht Regen vorher gesagt und wir müssen die Ackerminze sofort einfahren. Was heißt das? Das heißt, dass Sie die einmalige Gelegenheit bekommen, uns dabei zu helfen. Ja. Und? Die Erntemaschine ist leider kaputt gegangen. Aber Ronja kann Ihnen zeigen, wie es geht. Herr Vorberg. Frau Schneider. Späßchen. Sie glauben doch wohl nicht etwa, dass ich... körperlich arbeiten kann? Wie übersichtlich wäre ich denn, wenn ich auf so eine billige Provokation reinfallen würde? Warum sagen Sie nicht einfach, wovor Sie wirklich Angst haben? Ich habe Angst. Ja, davor, sich körperlich total zu blamieren. Eine Angst, von der Sie anscheinend vollkommen befreit sind, Mr. Hobbypsychologe. Oh, keine Angst, Frau Schneider. Wir werden niemandem sagen, dass Sie weniger arbeiten können als zwei kleine Kinder und zwei alte Menschen. Machen Sie mir nach. Ja, dann hole ich jetzt mal die Unterlagen. Was denn für Unterlagen? Wir wollten doch noch über die Preise für Ackerminze sprechen. Können wir das nicht morgen machen? Wenn Ihnen morgen zeitnah genug ist? Gleich morgen in der Früh, ja? Gut. Dann gehe ich jetzt mal. Ach, bevor ich es vergesse. Hier. Was ist das? Das ist 1,13 Euro. Ach. Das ist der Gewinn, den Sie heute erwirtschaftet haben. Auf der Grundlage Ihrer Preisvorstellung natürlich. Aber nein, sagen Sie gar nichts. Ich weiß, ich hätte eigentlich noch meine Unkosten abziehen müssen, aber dann würde Ihnen gar nichts bleiben. Im Gegenteil, Sie müssten sogar mir noch etwas bezahlen. Also, behalten Sie es. Gute Nacht. Und schlafen Sie gut.
Hm? Kann ich Ihnen helfen? Oh. Entschuldigung, habe ich Sie geweckt? Nein. Haben Sie noch Hunger? Haben Sie vielleicht ein Bier im Haus? Ein Bier? Ja, ich kann nicht einschlafen. Ich habe Durchschlafschwierigkeiten. Da habe ich was Besseres für Sie. Ja. Was ist das? Minze. Aha. Aber Moment, das riecht nach Ananas. Gute Nase. Ananasminze. Und hier? Apfel? Sehr gut. Apfelminze. Und hier? Oh, das kenne ich, das kenne ich. Hm, wonach riecht es? Nicht sagen. Pampelmuse? Grapefruitminze. Wie viele Sorten gibt es? 12. Boah. Und die bauen Sie alle an? Mhm. Für den Hausgebrauch. Wie jeder in Köln da. Wir machen alles Mögliche daraus. Tees, Liköre, Puddings, Limonade, Pralinen. Und unsere Familie ist auf Schlaftee spezialisiert. Und jetzt muss er noch 5 Minuten ziehen. Danke. Sollen wir schlafen gehen? Ja, klar. Sie zuerst wegen des Durchgangszimmers? Ach so, ja. Es tut mir wirklich leid. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass ein Mann kommt. Kein Thema. Okay? Okay. Wir gucken uns schon nichts weg. Genau. Nacht. Gute Nacht. Morgen. Was ist denn das für ein Saustall? Seid rein nicht am Tage und solch in der Nacht. So habt ihr es auf Erden am weitesten gebracht. Morgen, Ronja. Morgen.
Paralipomena zu Faust. Mhm. Vater zu Sohn, aufräumen. Morgen, Max. Morgen. Was? Wegen dem Casting? Ein Casting? Ja. Nein. Keine Sorge. Ich überlege mir was, ja? Butter? Marmelade? Zucker? Probleme. Ist doch der Vater stets ein Gott. Wieso soll man in der Nacht solch sein, Papa? Weißt du, Schatz, das ist ein Goethe-Zitat und ich glaube, Max hat es total aus dem Zusammenhang gerissen. Nee, das hat er nicht. Goethe hat an gleicher Stelle gesagt, und willst du wissen, was der Teufel meint, so greife nur dem Nachbarn in die Hose. Verstehe ich nicht. Darf ich vorstellen, das ist Ronja, 8 Jahre alt. Mutter, kommt eigentlich deine Internetbekanntschaft auch zu dem Dorffest? Meine Internetbekanntschaft heißt Wolfgang und kommt selbstverständlich. Nimmst du mich mit zur Schule, Carla? Ja, klar. Dich und den Kindersitz. Du bist echt schön. Danke. Deine Augen finde ich am schönsten. Papa, was findest du an Carla am schönsten? Lächeln? So, jetzt ist aber gut, Herrschaften. Die Schule wartet nicht auf euch. Die Schule? Die Schule. Ich will auch mit. Ich will auch mal Cabrio fahren. Na, dann kommt. Hallo? Ich bin ein bisschen in der Gegend umhergefahren. Sagen Sie mal, wurde in der Vergangenheit hier nicht viel mehr Pfefferminze angebaut? Ja, viel mehr sogar. Und was ist mit den Feldern passiert? Liegen die alle brach? Kommen Sie. Wohin? Na, kommen Sie. Ich bin offiziell beeindruckt. Wie läuft's denn so in Köln da?
Wussten Sie, dass die Ackerminze hier mit der Hand anbauen? Die Erntemaschinen sind ein Witz. Umgebaute Dinger, völlig veraltet und kaputt. Ich habe mich mal in der Umgebung umgeschaut. Wenn man den Maschinenpark auf Vordermann bringen würde... Vergessen Sie es. Wieso? Ein viel zu hohes Investitionsvolumen bei einem viel zu geringen Output. Nicht, wenn man die Anbauflächen ausdehnen würde. In der Umgebung gibt es genug brachliegende Äcker, wo große Erntemaschinen... Frau Schneider, selbst wenn wir ganz Thüringen mit Ackerminze zupflastern würden, die könnten trotzdem nicht mit den Chinesen konkurrieren, nie und nimmer. Die Lohnkosten sind und bleiben zu hoch. Ja, aber wenn der Deal mit den Chinesen nicht klappt... Keine Sorge, die zeigen sich äußerst verhandlungsbereit. Ich bin mehr als zuversichtlich. Wie läuft's denn mit unserem Mann vor Ort? Können wir bei der Schließung des Werkes mit ihm rechnen? Ja, ist in Arbeit. Guten Morgen. Ottilie sagte mir, dass Sie nicht sprechen wollen. Ja. Oh. Danke. Also, Herr Biele, ohne lange Vorrede, die Rendite, die das Werk momentan erzielt, ist zu gering. Viel zu gering. Aber wir glauben Sie mir einfach, wenn ich Ihnen sage, dass ich schneller als schnell eine Lösung für dieses Problem finden muss. Ich möchte, dass Sie mir spätestens morgen früh eine Liste mit denjenigen Mitarbeitern präsentieren, die man unter sozialverträglichen Gesichtspunkten am einfachsten kündigen kann. Sie wollen Mitarbeiter entlassen? Nein, Herr Biele, ich will keine Mitarbeiter entlassen. Ich muss. Wir müssen. Und wie viele Mitarbeiter sollen denn Ihrer Meinung nach gehen? 2/3 der Belegschaft. Was? Entschuldigen Sie, Frau Schneider. Sie wollen mit 1/3 der Mannschaft solch einen Betrieb führen? Das geht nicht. Stimmt. Weil der Betrieb, so wie er momentan organisiert ist, nicht geht. Das Gewürzwerk ist weit davon entfernt, wettbewerbsfähig zu sein. Aber die Lehnert-Gruppe ist nun mal ein international aufgestelltes Unternehmen und da darf nur mitspielen, wer auch global mithalten kann. 2/3 der Belegschaft? Muss gehen, damit 1/3 die Arbeit behalten kann. Morgen früh um 8 möchte ich Ihre Liste bei mir auf dem Schreibtisch sehen. Das war's dann. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ich habe sogar das Gefühl, Sie haben es nicht ausdrücklich gesagt, aber Simon, ich glaube, die wollen das Werk dicht machen. Das gibt's ja nicht. Aber wenn Sie das Werk schließen wollen, wieso tun Sie es dann nicht einfach? Wozu schicken Sie uns eine Wirtschaftsprüferin, die nach einer Gewinnmaximierung Ausschau hält? Ich weiß nicht. Hat sie bei dir nichts gesagt, dass es in diese Richtung geht? Nein. Sie wollte über den Preis von Minze reden. Und wieso sollte sie das tun, wenn die Schließung des Werks feststeht? Hallo. Ich höre gar nichts von dir. Wie geht's dir denn? Das Sanierungskonzept macht viel Arbeit. Du sitzt immer noch am Sanierungskonzept? Ich dachte, das mit den Chinesen sieht doch anscheinend wieder gut aus. Solange es nur anscheinend so aussieht, werde ich weiterhin zweigleisig fahren. Ist was? Nein, nein, ich bin nur in Gedanken bei der Arbeit. Okay. Was macht der Bauer? Hast du ihn schon eingewickelt? Du, Tom, ich muss jetzt Schluss machen. Wirklich? Alles in Ordnung? Ja, ja. Sei mir nicht böse, aber... Ich soll dir von Lenard ausrichten, dass du für den Typen 100.000 Euro zur Verfügung hast. Der Typ heißt Simon Vorberg. Ich vermisse dich. Ja, mach's gut. Das probiere ich auch noch, ja? Danke. Wunderbar. Wiedersehen. Ich hätte nie gedacht, dass man so viel aus Pfefferminz machen kann. Frau Schneider. Hallo. Ja, zum Beispiel Schlaftee. Ja. Hey, Timo. Na? Hallo, Frau Konzel. Hallo. Wie geht's euch? Gut. Hör mal, Frau Schneider würde wahnsinnig gerne mal euren legendären Pfefferminzpudding kosten. Pudding? Wirklich? Gern. Bist du Frau Schneider schon unseren Bauch hingeweiht? Jede Familie hat ihr eigenes Pfefferminzrezept. Wir haben 12 Stände, 12 Liköre aus 12 verschiedenen Minzsorten. Hm. Wonach riecht das? Mhm. Komme ich nicht drauf. Das ist Menta Species Tomentosa. Feigenminze.
Feige, richtig. Und der Pudding? Auch Feige. Ach, danke. Wiedersehen. Viel Glück für Ihr Baby. Danke. Ich hätte Sie natürlich vorgestellt, aber ich dachte, Sie kennen Sie aus dem Gewürzwerk. Die arbeiten beide in der Gewürzmühle? Ja, und bald bekommen Sie Ihr zweites Kind. Was halten Sie von Spielen? Mensch, ärgere dich nicht. Nein, Fantasiespielchen. Wie bitte? Fantasiespielchen ohne Altersbeschränkung. Da kann sogar Ronja mitspielen. Aha. Wenn ich jetzt noch wüsste, was genau Sie meinen? Ich meine die Art von Spiele, die mit der Was-wäre-wenn-Frage beginnen. Der Was-wäre-wenn-Frage? Ja. Zum Beispiel, was wäre, wenn Sie auf einen Schlag 100.000 Euro bekommen würden? 100.000 Euro? Na, was würdet ihr mit 100.000 Euro machen? Lass mich raten, ihr würdet euer Haus abbezahlen. Henning und Iris haben vor kurzem gebaut und sich ordentlich verschuldet. Danke, dass du uns daran erinnerst. Henning und Iris Roth arbeiten auch beide im Gewürzwerk. Er in der Buchhaltung, sie in der Produktion. Das hier ist Frau Schneider aus Leipzig. Und sie wird höchstpersönlich dafür sorgen, dass der Rubel bei uns weiterläuft und ihr eure Schulden abbezahlen könnt. Noch einmal das Wort Schulden, du bekommst hier Standverbot. Wiedersehen. Frau Schneider, Sie können doch nicht gehen, ohne unseren Likör probiert zu haben. Ach, danke schön. Ingwer. Stimmt. Ingwer-Minze. Wow. Also, wir waren bei der 100.000-Euro-Frage. Was würden Sie mit so viel Geld machen? Sie meinen, außer ein Dauerlos für die Black Dragons zu kaufen? Black Dragons? Ja, das ist unser Eishockey-Verein. Was noch? Ich will es wahrscheinlich anlegen. Wofür? Für die Ausbildung von Ronja und Max. Und wenn es sein muss, um meine Mutter und Heinrich zu unterstützen. Möchten Sie probieren? Ja. Ottilie kennen Sie aus dem Sekretariat. Sie arbeitet seit 4 Wochen in der Gewürzfabrik. Erdbeer, Minz, Pralinen. Mhm. Wunderbar. Mhm. Sehr lecker, danke. Wiedersehen. Wussten Sie eigentlich, dass ältere Ehepaare sich über die Jahre optisch angleichen? Nein. Ja, ich auch nicht. Aber als Ottilie ihren Ludwig verloren hat vor etwa einem Jahr, da war für sie das Leben auch vorbei. Sie beiden waren wie ein Herz und eine Seele. Und eine konnte nicht ohne den anderen leben. Es war wirklich furchtbar. Klingt beängstigend. Ja. Das ganze Dorf hat versucht, sie aufzufangen. Aber erst als Herbert Biele die Idee hatte, sie als Sekretärin in der Firma einzubinden, hat sich ihr Leben verändert. Vor einer Woche hat sie mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, den Kiwi-Strauch für sie einzupflanzen. Ist doch ein Anfang und hört sich gut an, oder? Zum Wohl. Hm. Ananas. Mhm. Aber jetzt mal andersrum gefragt, was würden Sie denn mit 100.000 Euro machen? Ich? Ja, ist eine blöde Frage, nicht wahr? Wahrscheinlich steht diese Summe auf Ihrem monatlichen Gehaltszettel drauf. Was? Vorsicht, 25%. Ich kann einiges vertragen. Wiedersehen. Ja, also lassen Sie mich anders formulieren. Was würden Sie mit so viel Geld machen? Keine Ahnung. Ausgeben, meine Unabhängigkeit genießen. Also auf alle Fälle müsste ich mir keine Sorgen um die Ausbildung von Kindern machen, ne? Oder um pflegebedürftige Verwandte. Zum Glück kann ich tun und lassen, was ich will. Zum Glück. Ja. Frau Schneider, ich werde Ihnen jetzt was zu essen besorgen, weil so geht das nicht lange gut. Ich hole uns noch eine Nachspeise. Carla, Kindchen, vielleicht möchten Sie einen probieren. Das ist Orangenminzlikör, Schokominze, Basilikuminze, Salbeiminze. Danke. Na dann zum Wohl. Schneider. Ich kann nicht mehr. Frau Schneider. Ich will nach Hause. Na, kommen Sie. Was? Kommen Sie. Simon! Was
sie abgefüllt. Ach, so ein Unsinn. Naja, wenn du ihren Zugang legst, dann hätten wir unsere Ruhe. Mensch. Ach, sie will morgen früh um 8 die Liste sehen. Simon, ich kann das nicht. Ich kann diese Liste nicht machen. Ich weiß. Vorstell, na komm, ja. Riese, komm. Guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen. Frau Schneider, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schneider. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Frau Schneider. Wie geht's Ihnen denn heute? Danke, geht schon. Herr Biele? Er wartet Sie schon. Guten Morgen, Herr Biele. Haben Sie die Liste? Nein. Darf ich fragen, warum nicht? Wenn Sie unbedingt Mitarbeiter entlassen wollen, bitte. Aber ohne meine Hilfe. Herr Biele, ich dachte, ich hätte mich gestern klar und deutlich ausgedrückt. Ja, was haben Sie? Herr Biele! Hallo. Guten Morgen. Sie waren schon verschwunden, als ich heute Morgen... Ich hoffe, Sie sind nicht gekommen, um mir weitere anrührende Schicksalsgeschichten der Mitarbeiter hier zu erzählen. Wieso eigentlich nicht? Weil mir das nicht hilft. Das hilft mir nicht und dem Betrieb auch nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Frau Schneider. Selbst wenn ich die Menschen hinter den Zahlen alle kennen würde, es sind Zahlen und nur die Zahlen, die in Leipzig interessieren. Oder glauben Sie ernsthaft, die sind beeindruckt, wenn ich denen erzähle, dass Ottilie ihren Lebensmut wiedergefunden hat, seit sie hier im Gewürzwerk arbeitet? Was die beeindruckt, ist die Rendite und die Rendite reicht nicht. Und wenn Sie Rendite sagen, dann höre ich in erster Linie, dass es eine Rendite gibt. Das heißt also, unser Gewürzwerk wirft Gewinn ab. Ja, aber nicht genug. Wieso braucht jemand in Ihrem Vorstand noch eine zweite Yacht? Oh nein, bitte. Was soll denn diese Klein-Fritzchen-Logik? So banal funktioniert unsere Welt schon lange nicht mehr. Willkommen in Zeiten der Globalisierung. Was heißt denn das? Das heißt, dass die Rendite deshalb so hoch sein muss, damit wir im weltweiten Wettbewerb nicht von denen gefressen werden, die einen noch höheren Gewinn erwirtschaften. Groß frisst klein. Schon mal gehört? Wer macht sich's denn jetzt einfach? Was? Wie wäre es denn, wenn Sie bei Ihrem Sanierungskonzept nicht die Zahlen in den Vordergrund stellen, sondern die Menschen? Ja, dann bliebe die Welt trotzdem, wie sie ist. Eine Welt, in der die Zahlen das Sagen haben. Na komm, das kannst du besser. Wie bitte?
Ich habe eine Idee, aber ich sage gleich, es wird nicht einfach werden. Dein Fritzchen wird schon verstehen. Außerdem habe ich ein Geschenk für Ronja. Zeig! Warte mal. Es ist doch so, dass man Geschenke nicht ablehnen darf, oder? Ja. Gut. Ich habe Ronja zum Casting in Leipzig angemeldet. Ja! Schatz, lässt du uns mal kurz allein? Ja. Darf ich Sie mal sprechen? Sind wir wieder beim Sie? Wie kommen Sie dazu, Ronja zum Casting anzumelden? Mein Gott, was ist denn schlimm daran, wenn sie... sich vor versammelter Mannschaft blamiert? Ja, dann blamiert sie sich eben. Niederlagen gehören mit zum Leben. Ronja ist 8 Jahre alt. Und als 8-Jährige hat sie alles Recht der Welt, dass ihr Vater dafür sorgt, dass sie erstmal die schönen Seiten im Leben kennenlernt. Und deshalb breiten Sie wie eine Glucke die Flügel über dem Nachwuchs aus? Schon mal nachgeschaut, ob darunter vielleicht einer erstickt? Wie bitte? Sie wollen verhindern, dass Ronja scheitert? Meiner Meinung nach verhindern Sie damit nur, dass sie sich etwas traut. Dass sie etwas wagt im Leben. Statt Ronja nur schützen zu wollen, dann zeigen Sie ihr lieber, dass sie keine Angst haben muss, im Leben zu scheitern, weil Sie immer für sie da sein werden. Verstehen Sie? Und Überraschung! Was machst du denn hier? Dich überraschen? Sag mal, worüber habt ihr euch da draußen eigentlich eben gestritten? Das ist nicht mein Zimmer. Aha. Und wer schläft nebenan? Simon. Simon Fuhrberg. Es gibt hier nur ein Hotel und das ist ausgebucht. Redest du von dem Hotel, an dem ich gerade vorbeigefahren bin? Wo das Schild draußen stand, zimmerfrei? Also, als ich hier ankam, war alles ausgebucht. Okay. Mit anderen Worten, du spazierst jede Nacht durch das Schlafzimmer eines fremden Mannes. Das läuft jetzt nicht auf eine Szene raus, oder? Was ist das denn? Ronjas Lieblingsteddy. Okay, ich gebe auf. Wo ist meine Carla? Wenn du auspacken willst, beeil dich. Ich will noch aufs Dorffest. Scheiße. Der Mann muss weg. Ich will, dass sie bei Papa bleibt. Ronja, bist du sicher, dass du das willst? Logisch. Du findest sie doch auch cool. Ja, schon. Aber wer weiß, wie sie ist, wenn sie für immer bei uns wohnt. Wenn sie einmal hier ist, dann haben wir sie an der Backe. Noch ein Erwachsener mehr, der uns reinquatscht. Seit sie da ist, lacht Papa viel mehr. Stimmt. Komm. Potenzielle Nobelpreisträger. Durch nichts bezeichnet ein Mensch mehr seinen Charakter als durch das, was er lächerlich findet. Was bist denn du für ein Komiker? Und dass Vergebensliebe vor Liebe flieht. Nach dem Stück, okay? Ja. Wer war das denn? Das war Max, Simon Fuhrbergs Sohn.
Kennst du das Mädchen? Ja, das ist Ronja, Simons Tochter. Wow, zwei Kinder, zwei Freaks. Naja, wenn die Dorfbevölkerung sich untereinander paart. Sag mal, warst du schon immer so arrogant? Warst du schon immer so humorlos? Was ist denn los mit dir? Nichts. Und du findest wirklich, ich habe keine bessere Antwort verdient? Wie war das gleich nochmal mit dem ersten Tanz? Was zu trinken. Ja, klar. Danke. Hallo, Herr Biel. Tag, Frau Schneider. Darf ich? Sehr gerne. Danke. Sind Sie beide schon lange ein Paar? Ja, seit über 10 Jahren. Seit einem halben Jahr arbeiten wir in der gleichen Firma. Ihre große Liebe also? Sagen wir mal so, die Romantik stand bei uns nie an erster Stelle. Sondern? Ja, der Beruf, gemeinsame Interessen. Könnte es sein, dass Sie in Mathilde verliebt sind? Wieso? Sieht man das? Mhm. Seit dem ersten Tag, als ich sie sah. Auf der Hochzeit unserer Kinder. Und weiß sie, was sie für sie empfinden? Ja. Ich finde es furchtbar, sie mit einem anderen Mann zu sehen. Wer immer sie in den letzten 16 Jahren im Arm gehalten hat, der ist auch wieder gegangen. Ich bin geblieben. Ich darf mit ihr leben. Das würde ich nicht aushalten. Mathilde ist meine große Liebe. Mich mit weniger zu begnügen, das würde ich nicht aushalten. Durch Schlafschwierigkeiten? Vorsicht, heiß. Danke. War ein schönes Fest.
Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. In unserem Job würden wir uns doch niemals mit dem Zweitbesten zufrieden geben, oder? Warum tun wir es dann mit uns? Lenard. Barmann? Sie steht gerade neben mir. Ja. Ja, ich werde sie ausrichten. Bis später. Ich fahre gleich los, ja. Die Sache mit den Chinesen ist in trockenen Tüchern. Was? Und rate mal, wer am Montag schon im Flieger nach Peking sitzt. Wir beide. Dann werden wir viel Zeit haben, auch über uns zu reden. Okay. Lenard will die Niederlassung schließen? So schnell wie möglich. Was machst du denn für ein Gesicht? Den Bauern hast du doch schon so gut wie in der Tasche. Deine 100.000-Euro-Frage hat doch seine Achillesferse offengelegt. Der wird alles dafür tun, damit seine Familie bei der Schließung nicht im Regen steht. Bist du deshalb nach Köln da gekommen? Damit ihr einen Idioten habt, der für euch die Drecksarbeit macht, wenn ihr die Firma auflöst? Ey, Moment mal. Weder sucht die Lenard Group einen Idioten, noch sucht sie einen, der die Drecksarbeit macht. Dass die Gewürzmühle geschlossen wird, daran ist nicht mehr zu rütteln. Einzig das Wie steht zur Debatte. In Leipzig traut man ihnen zu, dass sie die Abwicklung so human wie möglich über die Bühne bringen können. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, für die der Vorstand sogar bereit ist, ihnen ein Honorar in Höhe von 100.000 Euro zukommen zu lassen. Ich bekomme 100.000 Euro dafür, dass keiner aufmuckt. Nein, Sie bekommen 100.000, damit die Schließung einvernehmlich und sozialverträglich abläuft. Überlegen Sie doch mal. Soll etwa ein Fremder den Job machen? Da ist es doch besser, dass einer die Menschen und ihre Bedürfnisse kennt. Da hat sowohl die Belegschaft etwas davon, als auch Sie, als auch Ihre Familie. Eine Win-Win-Win-Situation, sozusagen. Win-Win-Win. Das ist mein Preis, ja? 100.000 Euro. Dafür, dass ich nie wieder in den Spiegel schauen kann? Simon, ich habe wirklich an einem Sanierungskonzept gearbeitet. Haben die dich in Leipzig auf mich angesetzt? Bitte, lass mich dir erklären. Haben die? Simon. Ja oder nein? Ja oder nein? Ja? Verschwind von meinem Hof. Und ich will dich nie wiedersehen. Ich wünschte, Sie hätten uns diese Schlagzeilen erspart und den Ärger. Ich habe Ihnen eine Alternative angeboten. Keiner hätte entlassen werden müssen. Die Rendite wäre zwar nicht exorbitant gewesen. Finden Sie den Fehler in dem Satz. Der geringere Gewinn hätte die Lenard Group nicht gleich zum Übernahmekandidaten gemacht. Muss ich mir Sorgen machen, Frau Schneider? Wenn Sie für uns in China das Werk aufbauen und die Leitung übernehmen? Nein. Fahren wir morgen Abend zusammen zum Flughafen? Entschuldige, wir müssen reden. Du hast dich in diesen Bauern verliebt? In Simon. Ja. Was heißt das? Wollt ihr? Es gibt kein Ihr. Simon hat mir klar und deutlich gesagt, was er will. Mich nie mehr wiedersehen. Carla, wir sind seit 10 Jahren zusammen. Das ist doch völlig normal, wenn man sich mal verguckt. Deshalb müssen wir nicht unsere Beziehung in Frage stellen. Ich habe mich nicht nur verguckt. Da ist mehr. Oh, Carla, bitte. Wenn wir erst mal in China sind, dann in ein paar Wochen, dann lachen wir darüber. Oder willst du gar nicht mehr nach China? Ich glaube nicht mehr an unsere Beziehung, Tom. Es tut mir leid.
was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not our to see. Que sera, sera. What will be, will be. Danke, Anne. Du hast wirklich wunderschön gesungen. Bitte. Sehr, sehr gut. Als nächstes haben wir die Hanna. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Danke, Ronja, das reicht. Jetzt bitte noch mal alle Kinder auf die Bühne. Ihr wart wirklich alle hervorragend. Da wird jetzt der Regisseur die Qual der Wahl haben. Wir werden mit euch jetzt noch ein paar Aufnahmen machen und dafür müssen wir runter ins Studio. Kommt. Ronja, bleibst du mal da? Nein, nein, du nicht. Du darfst nach Hause gehen, vielen Dank. Ronja, wir müssen jetzt nach Hause fahren. Ich will nicht. Ronja. Ich will bei Carla bleiben. Ich darf doch. Ja. Ronja, wir müssen jetzt wirklich heimfahren. Ich kann sie morgen nach Köln da bringen. Nein. Komm, Ronja braucht Carla jetzt. Kannst du mit Papa reden, dass ich nächstes Jahr wieder zum Casting darf? Okay, Ronja. Bereit für ein ernstes Gespräch? Okay, also. Dein Vater, der wollte nicht, dass du an dem Casting teilnimmst, weil er nicht wollte, dass man dir wehtut. Und das gestern, das hat wehgetan, oder? Im Gegensatz zu deinem Vater bin ich aber der Meinung, dass so ein Wettbewerb nicht immer unbedingt schlecht sein muss. So ein Wettbewerb gibt einem nämlich die Möglichkeit zu sehen, wo man steht. Fandest du, dass die Mädchen gestern gut gesungen haben? Und fandest du, dass die besser gesungen haben als du? Das Singen macht dir Spaß, Ronja. Also sing weiter zum Spaß und nicht, um irgendwie groß rauszukommen. Aber was noch viel wichtiger ist, such weiter nach dem, was du richtig gut kannst. Wo du vielleicht besser bist als die anderen. Such danach und ich bin sicher, du wirst es finden. Weil du bist ein ganz besonderes Mädchen.
Was gibt's zu essen? Keine dicken Bohnen. Unsere Cleo ist wieder zu Hause. Hallo. Komm mal hier rein. Ah ja. Komm. Danke. Was wäre das eigentlich für eine Idee gewesen? Wie hättest du denn das Werk gerettet? Ruf die Belegschaft zusammen. Ich habe keine Lust, alles zweimal zu erzählen. Ich danke euch allen, dass ihr so schnell gekommen seid, um euch meine Idee anzuhören. Eine Idee im Übrigen, die niemals geboren worden wäre, wenn nicht ein kluger Mann zu mir gesagt hätte, setz dich hin, mach deine Hausaufgaben. Thema, nicht die Rendite zählt, die Menschen zählen. Durch meinen Aufenthalt in Köln, da durfte ich nicht nur eure Bekanntschaft machen, sondern auch die von 12 Minzsorten und das, was ihr aus ihnen macht. Zum Beispiel die Erdbeerminzpralinen von Ottilie, der Feigenminzpudding von Timo und Hanna oder nicht zu vergessen der Schlaftee der Familie Vorberg und der vielen Pfefferminzschnäpse, die man auf keinen Fall an einem einzigen Abend probieren sollte. Auch wenn ihr mit eurer Ackerminze mit den Chinesen nicht konkurrieren könnt, in der Herstellung all dieser exotischen Leckereien seid ihr einmalig, konkurrenzlos. Und genau hier liegt meiner Meinung nach eure Chance. Aber das würde doch eine komplette Produktionsumstellung bedeuten. Wäre denn die Lehnert-Gruppe bereit, das zu finanzieren? Nein, denen ist die Renditeaussicht nicht hoch genug. Warum schielt ihr nach Leipzig? Warum nehmt ihr die Sache nicht selbst in die Hand? Ja, und wie? Tut euch zusammen und kauft das Werk. Die werden froh sein, wenn sie für die Immobilie überhaupt noch ein Geld sehen. Aber Frau Schneider, mit dem Werk allein ist es doch nicht getan. Und was ist mit den Kosten für die Produktionsumstellung? Wer soll die tragen? Die sind natürlich kein Pappenstiel. Aber wenn ihr euch alle zusammentut, dann ist das machbar. Also, das nichts für ungut. Ich meine, selbst wenn wir uns alle verschulden würden, wer hält denn die Fäden in der Hand? Wer organisiert denn das alles? Also, ich kann das nicht. Da bräuchte man schon einen Spitzenmanager, der auf sein Spitzengehalt verzichtet und stattdessen noch sein Geld mitbringt. Und genau diesen Mann habt ihr. Wer? C. Schneider. Ich kann keinem von euch Reichtum garantieren, aber ich bin sicher, dass wir in naher Zukunft von unserer Arbeit leben können. Alle. Also ich bin bereit, volles Risiko zu gehen. Wer von euch macht mit? Wo will C. Schneider jetzt in Köln da wohnen? Ich dachte, für die Übergangszeit gehe ich ins Hotel. Ah, ich fürchte, das ist schon wieder ausgebucht. Der Tourismus scheint hier ja zu brummen. Ja. Willkommen in Köln da. Bist du sicher, dass du das willst? Ja. Ich und meine Familie.